Dann fangen wir mal an, ne? Ganz kurz, Freifunk, es geht um freie Kommunikation in digitalen in digitalen Netzen, es geht um bürgerschaftliches Engagement und Demokratisierung. Diese Netze, von denen ich spreche, die eben auf Funktechnologie basieren, sollen öffentlich zugänglich, nicht kommerziell, im Besitz der Gemeinschaft und last but not least aber unzensiert sein. Was ist Freifunk? Freifunk gibt es schon recht lange, seit über 13 Jahren. Ist eben eine Initiative, die viele unterschiedliche Communities und Gemeinschaften in Deutschland zusammenbringt, die alle dasselbe Ziel haben, eben diesen Aufbau dieser freien Netzwerk-IT-Infrastrukturen. Frei verstehen wir dabei eben wirklich als öffentlich, also jedem und jedermann zugänglich, egal wo er herkommt, egal was er macht. Nicht kommerziell, das habe ich auch schon mal gesagt. Es gibt keine Geschäftsstrategie in dem Sinne. Wir sind ein gemeinnütziger oder viele gemeinnützige Vereine oder teilweise auch einfach nur ein loser Zusammenschluss von Bürgern, die sich auf lokaler Ebene engagieren und dieses Freifunknetzwerk aufbauen. Es ist im Besitz der Gemeinschaft. Es gibt nicht eine Person, der das Freifunknetz gehört, auch nicht ein Verein oder eine Gruppe, sondern es ist eine Vielzahl von Menschen, die eben daran teilhaben und die ihren kleinen Teil zu diesem Netzwerk beitragen. Und mit Vernetzung meinen wir eben Kommunikation zwischen Menschen unter Verwendung digitaler Medien. Also uns geht es jetzt nicht nur darum, ein Netzwerk aufzubauen, was dann keiner nutzt, sondern es soll ein Netzwerk sein, was dadurch, dass die Menschen es selbst zusammenbauen oder zusammen erstellen und aufbauen und verbreiten, was dazu führt, dass Leute sich mit dieser IT-Infrastruktur auseinandersetzen und sich auch unterschiedlich darüber austauschen. Mittlerweile gibt es Freifunk in über 195 Orten mit mehr als 17.000 Zugängen. Das ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Auf Freifunk.net findet man eine wunderbare Karte, wo man deutschlandweit sehen kann, ob es eine Freifunk-Gemeinde oder Freifunk-Community in seinem Umfeld gibt, die man dann kontaktieren kann, wenn man da auch mitmachen möchte. Stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, warum machen wir das eigentlich? Schon seit einiger Zeit haben wir die Befürchtung und das haben die letzten Jahre auch gezeigt, dass die Informations- und Kommunikationsfreiheit im Internet zunehmend eingeschränkt wird. Wir glauben, dass Freifunk und der Aufbau freier Bürgernetzwerke da etwas entgegensetzen kann. Wir sehen mit Besorgnis auch schon seit längerer Zeit eine Verfestigung der digitalen Kluft, dass es Bevölkerungsschichten und Gruppen gibt, die nicht in der Lage sind, aus finanziellen oder wissenstechnischen Gründen IT-Infrastruktur zu nutzen, aufzubauen und zu verbreiten. Da glauben wir, bietet der Aufbau eines freien Netzwerkes eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Und in strukturschwachen Gebieten, wo das Thema Breitbandausbau einfach nicht vorankommt, trotz digitaler Agenda, trotz Versprechen von Frau Merkel 2009, dass wir bald alle Breitbandinternet haben, können diese freien Netze eben den Bürgern auch ermöglichen, ihre eigenen Netzwerke aufzubauen und Internet zu verbreiten in Regionen, wo es vielleicht nicht möglich ist, aber nicht nur Internet, sondern eben auch das freie Netz und damit Dienste, die in Bürgerhand sind. Muss man grundsätzlich fragen, wie funktioniert das? Als Freifunk kann man nutzen, sobald man irgendwo mit seinem digitalen Endgerät sieht, dass sich ein Netzwerk im Umfeld befindet, was das den Namen Freifunknet trägt. In manchen Städten, wie jetzt Hamburg, ist es zum Beispiel Hamburg.freifunknet, manche nennen sich nur Freifunknet, kann man sich mit diesem Netz verbinden und ist quasi in diesem Netzwerk und hat die Möglichkeit, sich dort umzuschauen, dort mit anderen zu kommunizieren, aber eben auch das Internet zu verwenden. Wenn ich selber Bestandteil des Freifunknetzwerks werden will, dann habe ich die Möglichkeit, mir so einen Router anzulegen, den entweder mit dem Internet zu verbinden oder mir auch nur ins Fenster zu stellen, zu gucken, ob es andere Menschen in meinem Umfeld gibt, die auch solche Geräte haben und kann dieses dann dazu beitragen, dieses Netzwerk aufgebaut wird. Aber man kann sich auch bei uns melden und einfach mit uns über Netzwerke sprechen und schauen, inwiefern man sich einbringen kann. Ein kleiner Rechtschreibfehler hier schon, wenn man mal einen Hinblick auf die Frage macht, ist das grundsätzlich erlaubt? Da muss man sagen, ja. Die verwendeten Frequenzen, also diese Funktechnologie, die wir verwenden, die Sie auch vermutlich zu Hause verwenden oder die Julia, die du vielleicht auch zu Hause hast, wo du jetzt gerade sitzt, die sind frei. Darüber kann man eigentlich machen, was man will. Die Europäische Kommission geht sogar so weit zu empfehlen, dass öffentliche Breitbanddienste in Europa verbreitet werden sollen. Dazu gehört Freifunk auch. Einzige Herausforderung oder eine der großen Herausforderungen für Freifunk, ideeller Natur primär, aber auch rechtlicher Natur, ist die WLAN-Störerhaftung. Diese gilt aber für Freifunk je nach technischer oder rechtlicher Konstruktion im Moment nicht. Wir sind zum einen selber ein Provider, also damit von der Störerhaftung befreit, beziehungsweise gilt sie nicht für uns. Und dann gibt es noch ein technisches Konstrukt, wo wir den Traffic ins Ausland tunneln, sagt man dazu, wo es diese Störerhaftung nicht gibt. Also die Störerhaftung ist ein
deutsches Unikat in der Form. Das gibt es in den meisten anderen Ländern nicht. Nichtsdestotrotz ist die Rechtslage unklar und der Gesetzgeber versucht jetzt etwas zu tun. Leider geht es gerade ein bisschen in die falsche Richtung, aber wir versuchen alles, dass es am Ende doch noch gut wird und die WLAN-Störerhaftung in der jetzigen Form auch in Deutschland fällt, womit Menschen dann einfach in der Lage wären, ihr Internet mit anderen zu teilen. Grundsätzlich die zweite typische Frage: Ist das sicher? Nein, genauso unsicher wie jedes andere Netzwerk auch. Abgesehen von den Punkten, die jetzt hier in der Präsentation stehen, muss man ganz klar sagen, dass letztendlich entscheidend im Sinne der IT-Sicherheit die Verschlüsselung in offenen oder in geschlossenen Netzwerk allein seitens des Nutzers wichtig ist. Also achten Sie darauf, dass Sie HTTPS verwenden, wenn Sie auf Webseiten surfen, dann ist dieser Traffic schon mal sicherer. Setzen Sie sich mit dem Thema Virtual Private Networks auseinander. Versuchen Sie, Ihre E-Mails zu verschlüsseln. Wenn Sie seitens Ihres Geräts den Datenverkehr verschlüsseln, sind Sie, egal ob in geschlossenen oder in offenen Netzwerken, auf jeden Fall sicherer unterwegs, als wenn Sie es nicht tun. Von daher ist das eines der Kernkriterien. Das hat erstmal nicht viel mit Freifunk oder nicht zu tun. WLAN-Störerhaftung habe ich kurz angesprochen, weltweit einzigartige Gesetzeslage. Es ist eine unklare Regelung im Telemediengesetz in Deutschland, fordert oder führt zu viel Rechtsunsicherheit beim Anbieten von Internetzugängen für private, aber auch für geschäftliche Anbieter. Die Folge davon sind, dass wir in Deutschland weit abgeschlagen nur zwei offene Hotspots pro 10.000 Einwohner haben, was so ziemliches Schlusslicht international ist. Leider versagt die Bundesregierung bisher entgegen den Ankündigungen, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass WLAN-Zugangspunkte und auch Internet-Hotspots besser verbreitet werden. Im aktuellen Gesetzesentwurf, der gerade bei der EU zur Überprüfung ist, behindert sie die Verbreitung eher aktiv. Und wir treten dafür ein, dass die WLAN-Störerhaftung abgeschafft wird und versuchen uns dafür auf politischer und gesellschaftlicher Ebene zu engagieren, weil das nicht, ehrlich gesagt, nicht nur uns gut tun würde. Weil das bindet schon einige Ressourcen bei uns, sondern auch letztendlich in einem Konstrukt der digitalen Gesellschaft mehr als sinnvoll ist. Wichtig, vielleicht nochmal angucken, wenn das jetzt zu schnell ging. Wir haben ein wunderbares Erklärvideo gebaut auf unserer Webseite, wo man nochmal versteht, worum geht es bei Freifunk eigentlich, wie funktioniert das. Das ist ein Video, was es nochmal besser erklären kann als ich, obwohl ich schon sehr lange dabei bin. Was eigentlich bei Freifunk Sache ist. Auf freifunk.net kann man einen Überblick über die gesamten Communities finden, die ich angesprochen habe, und Kontaktdaten. Gibt auch allgemeine Freifunk-Infos. Und wenn man sich explizit mit dem Thema Störerhaftung, auch Vorratsdatenspeicherung, Überwachung und gesetzliche Regelungen rund um Funknetzwerke befassen möchte, dann kann man Freifunk statt Angst empfehlen. Dort gibt es viele Beiträge dazu. Ansonsten findet man auf den gängigen Seiten auch meine Kontaktadressen und kann mich gerne jederzeit kontaktieren, gerne auch den Förderverein Freie Netzwerke direkt. Super, vielen Dank dafür. Es hat gerade noch jemand geschrieben, so viele tolle Ideen und noch mehr Hindernisse, die sich dem entgegenstellen. Ich würde sagen, viele tolle Ideen und auf jeden Fall Hindernisse, die aber überwindbar sind. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für das Engagement auch. Alle, die sozusagen ein freies Funknetzwerk finden oder auch selber aufstellen möchten, die finden mehr Informationen unter freifunk.net und den Links, die du da zur Verfügung gestellt hast. Dann vielen Dank an dich und vielen Dank an die Naumann-Stiftung, dass wir das heute gemacht haben. Und dann würde ich sagen, noch allen einen schönen Abend und noch ein bisschen vielleicht die Sonne genießen. Ja, vielen Dank, Julia, für die tolle Moderation. Okay, dann bis bald mal wieder. Ciao.